Hallo, mein Name ist Stefanie Gerold. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin am Institut für berufliche Bildung und Arbeitslehre und beschäftige mich in meiner Forschung mit dem Thema Arbeit und Nachhaltigkeit und wie das eben zusammenhängt. In diesem Vortrag möchte ich darüber sprechen, wie eine Arbeitszeitverkürzung zu einer Umweltentlastung führen kann und unter welchen Bedingungen dies möglich ist. Aufgrund der aktuellen Situation nehme ich diesen Vortrag in Berlin auf Video auf und freue mich, dass dieser Vortrag Sie aber trotzdem digital erreicht und Sie mit dabei sein können. Ja, ich möchte beginnen mit dem Thema Arbeitszeit und Umwelt, wie das zusammenhängt, welche Mechanismen es gibt, dass eine Arbeitszeitverkürzung zu einer Umweltentlastung führen kann. Dann möchte ich verschiedene Modelle der Arbeitszeitverkürzung besprechen. Es gibt nämlich sehr viele Möglichkeiten, wie man die Arbeitszeit verkürzen kann. Und auch einige Beispiele vorstellen aus österreichischen Betrieben, die in den letzten Jahren die Arbeitszeit verkürzt haben. Abschließend möchte ich dann diskutieren, was wir von diesen Modellen lernen können und welche Bedingungen notwendig sind, damit eine Arbeitszeitverkürzung tatsächlich zu einer Umweltentlastung führt und zugleich auch zu einer Erhöhung der Lebensqualität führt, weil das ja auch immer ein Anspruch ist an eine Arbeitszeitverkürzung. Gut. Also in der Forschungsliteratur gibt es verschiedene Mechanismen, die diskutiert werden, wie eben eine Arbeitszeitverkürzung zu einer Umweltentlastung führen kann. Zunächst der sogenannte Skaleneffekt, also da geht es um die gesamtwirtschaftliche Ebene und um die Größe oder die, ja, die Größe der Wirtschaftsleistung an sich. Hier ist eben die Annahme, dass wenn gesamtwirtschaftlich weniger gearbeitet wird, dann wird auch weniger produziert und somit sinken Einkommen, Konsum und auch ökologische Belastung. Das ist natürlich die Annahme, dass Produktivität konstant bleibt und auch Kapital- und Arbeitseinsatz in der Produktion konstant bleiben. Aber es gibt einige Studien, die nachweisen, dass dieser Effekt vorhanden ist. Zum Beispiel eine Studie von Knight et al. Von 2013. Die schauen sich die Daten von 30 Ländern an, im Zeitraum zwischen 1970 und 2007. Und die Ergebnisse zeigen, dass wenn die Arbeitszeit um 1% steigt, dann steigt auch der ökologische Fußabdruck um 1,37%. Gleichzeitig ist es auch so, dass wenn wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft nicht mehr so stark wachsen darf, weil damit eine ökologische Belastung verbunden ist, dann ist das mit einer Arbeitszeitverkürzung leichter zu erreichen. Es ist nämlich so, wenn die Produktivität steigt, das heißt ja immer, dass ich für die Erstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung weniger Arbeitszeit benötige. Das heißt, wenn die Menge an produzierten Gütern und Dienstleistungen konstant bleibt, dann führt steigende Produktivität zu Arbeitslosigkeit. Um das eben zu vermeiden, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Arbeitszeit wird verkürzt oder es wird mehr produziert. In der Vergangenheit war es hauptsächlich so, dass diese Produktivitätsgewinne in mehr Produktion geflossen sind. Die Wirtschaft ist also gewachsen. Aber eben vor dem Hintergrund, dass wirtschaftliches Wachstum ökologisch problematisch ist, wäre es eben sinnvoller, diese Produktivitätsfortschritte in kürzere Arbeitszeiten umzuwandeln. Ja.
So viel zunächst zur gesamtwirtschaftlichen Ebene. Nun zur individuellen Ebene. Hier geht es eben darum, wie Menschen ihre Zeitnutzung und ihren Konsum ändern, wenn sie einerseits mehr Zeit zur Verfügung haben und andererseits auch möglicherweise weniger verdienen. Das muss natürlich nicht so sein, je nachdem, wie eine Arbeitszeitverkürzung umgesetzt wird. Zu den verschiedenen Modellen komme ich gleich noch, aber oft ist es doch so, dass eine Arbeitszeitverkürzung mit einem Einkommensverlust einhergeht. Genau, also dieser Einkommenseffekt beschreibt eben diesen Mechanismus, dass wenn Menschen weniger Einkommen zur Verfügung haben, dass sie ausgeben können, dann sinkt der Konsum und damit auch die ökologische Belastung. Das ist die Annahme. Das klingt vielleicht zunächst nicht ganz eingängig, weil wir davon ausgehen könnten, dass Menschen mit einem höheren Einkommen eher Bio-Lebensmittel kaufen oder das Geld dafür haben, energieeffiziente Geräte zu kaufen. Aber tatsächlich ist es so, dass der ökologische Fußabdruck mit steigendem Einkommen zunimmt. Ich habe da auch eine Grafik rausgesucht, die sich auf österreichische Daten bezieht. Das ist eine Forschungsarbeit von Kollegen aus Wien. Und hier auf der horizontalen Achse sind die Einkommensgruppen aufgetragen, auf der vertikalen Achse die jeweiligen Treibhausgasemissionen. Und hier sieht man eben sehr gut, dass mit steigendem Einkommen auch die Treibhausgasemissionen ansteigen. Insbesondere in den Bereichen Mobilität, aber auch teilweise Wohnen. Das lässt sich dadurch erklären, Menschen, die mehr verdienen, die sind oft mobiler, die haben ein Auto oder vielleicht auch ein zweites Auto, die reisen öfter, machen Fernreisen. Und sie haben auch eine größere Wohnfläche. Das sind alles wichtige Faktoren, die zu den Treibhausgasemissionen beitragen. Und dementsprechend gibt es auch in der Forschungsliteratur Nachweise dafür, dass eben eine Arbeitszeitverkürzung, wenn sie mit einem Einkommensverlust verbunden ist, zu einer Umweltentlastung führt, weil die Menschen eben weniger verdienen. Zusätzlich dazu gibt es eben auch den Zeiteffekt. Das heißt, Menschen haben mehr Zeit zur Verfügung, wenn die Arbeitszeit verkürzt wird. Da ist jetzt einerseits denkbar, dass sie jetzt nachhaltiger konsumieren, weil sie zum Beispiel für nachhaltige Verhaltensweisen mehr Zeit haben. Ein Beispiel im Bereich Mobilität wäre, dass Menschen mit dem Fernreisen auch mit dem Zug machen können, was länger dauert, im Vergleich zu einer Flugreise. Anderes Beispiel ist, dass man eben mehr Zeit hat, etwas zu reparieren, anstatt etwas Neues zu kaufen. Auf der anderen Seite ist es aber auch denkbar, dass Menschen diese frei gewordene Zeit dafür nutzen, dass sie eben zum Beispiel an einem langen Wochenende einen Shopping-Trip nach London unternehmen und dort mit dem Flugzeug hinreisen. Das heißt, hängt das sehr stark davon ab, wie Menschen eben diese frei gewordene Zeit nutzen. Und wenn man sich die Forschungsliteratur ansieht, dann sieht man auch, dass es nicht ganz eindeutig ist. Also der größte Effekt, der kommt wirklich davon, dass Menschen eben weniger verdienen und dafür weniger konsumieren. Während dieser Effekt, der daraus resultiert, wie sie ihre Zeit nutzen, der ist nicht ganz eindeutig. Oder der mildert oft diesen Einkommenseffekt ein bisschen ab.
Ich habe auch hier wieder eine Studie rausgesucht, die sich das eben ansieht. Eine Studie aus 2015 von Nessen und Larsson. Die schauen sich Daten zu Konsummustern und Zeitverwendung in schwedischen Haushalten an, und führen dann eben Berechnungen durch. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass wenn eben die Arbeitszeit einer Person um 1% sinkt, dann führt das zu einem Rückgang der CO2-Emissionen um 0,8%. Und sie unterscheiden eben auch in ihrer Forschung eben zwischen diesem Einkommens- und dem Zeiteffekt und zeigen auch, dass eben der größte Teil dieser Einsparung geht auf diesen Einkommenseffekt zurück. Also der ist deutlich wichtiger. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, dass dieser Zeiteffekt, also dass Menschen mehr Zeit zur Verfügung haben, das führt natürlich nicht automatisch zu nachhaltigeren Konsumweisen, aber ich würde argumentieren, dass es eine wichtige Voraussetzung dafür ist. Also ganz viele Konsumpraktiken, wie eben mit dem Zugreisen, habe ich schon genannt, Reparaturen durchführen, aber auch irgendwelche Sachen zu tauschen, Secondhand einzukaufen, Sachen selber machen, anstatt zu diese zu konsumieren. Das sind alles Praktiken, die mehr Zeit benötigen. Und daher ist mehr Zeit oft ein wichtiger Faktor dafür, dass Menschen überhaupt nachhaltiger konsumieren und leben können. Ja, wir haben jetzt die verschiedenen Mechanismen besprochen, wie sich eine Arbeitszeitverkürzung positiv auf die Umwelt auswirken kann. Was oft vergessen wird, ist, wie eine Arbeitszeitverkürzung denn umgesetzt wird, weil die jeweiligen Effekte eben sehr stark davon abhängen, wie eine solche Arbeitszeitverkürzung denn umgesetzt wird. Oft ist nämlich mit der Forderung nach einer kürzeren Arbeitszeit ja auch die Erwartung oder die Forderung verbunden, dass dadurch die Lebensqualität steigt von Menschen, dass man Familie und Erwerbsarbeit besser vereinbaren kann. Und auch, dass die Erwerbsarbeit und die unbezahlte Arbeit gerechter zwischen Frauen und Männern verteilt werden kann. Bevor wir eben diese Ziele von Arbeitszeitverkürzung nochmal besprechen, ein paar grundsätzliche Möglichkeiten, wie denn eine Arbeitszeitverkürzung umgesetzt werden kann. Ja, zunächst ist einmal die Frage, was verkürzen wir überhaupt? Wo verkürzen wir überhaupt die Arbeitszeit? Verkürzen wir den Arbeitstag? Das könnte dann zum Beispiel eine Reduktion von 8 auf 6 Stunden pro Tag sein. Verkürzen wir die Arbeitswoche, also zum Beispiel von einer 5-Tage-Woche auf eine 4-Tage-Woche? Schauen wir uns das ganze Arbeitsjahr an. Da könnte zum Beispiel eine zusätzliche Urlaubswoche oder mehr Feiertage dazu beitragen, dass die Arbeitszeit verkürzt wird. Oder schauen wir uns noch längere Zeiträume an. Da geht es dann in diese Richtung längere Auszeiten über das gesamte Erwerbsarbeitsleben hinweg, zum Beispiel in der Form von Sabbaticals oder verschiedenen Karenzen wie Eltern-, Pflege- oder Bildungskarenz. Dann ist die Frage, das ist schon angeklungen, mit dem Aspekt Einkommensverzicht und Umweltauswirkungen. Also passiert so eine Arbeitszeitverkürzung mit oder ohne Lohnausgleich? Oder eine Möglichkeit wäre auch, dass man den Einkommensrückgang eben teilweise zumindest vergütet bekommt. Oder eine andere Möglichkeit wäre eben, dass man Produktivitätsfortschritte in mehr Freizeit umwandelt. Dazu dann später noch mehr.
Genau, dann ist es auch so, auf welcher Ebene gehen wir das Ganze an? Also geht es darum, dass die gesetzliche Arbeitszeit verringert wird? Schauen wir uns das in verschiedenen Branchen an? Also gehen wir über verschiedene Kollektivverträge, verkürzen wir die Arbeitszeit in einem einzelnen Betrieb? Oder natürlich dann auch gibt es die Möglichkeit, dass Menschen individuell ihre Arbeitszeit verkürzen, zum Beispiel indem sie von Vollzeit auf Teilzeit wechseln. Ja, das ganz generell. Vielleicht kurz ein Blick zurück in die Vergangenheit. Das finde ich nämlich auch immer ganz spannend, wenn wir darüber reden, wie können oder sollen wir die Arbeitszeit in Zukunft verkürzen? Wenn man zurückblickt in die Industrialisierung, da waren die Arbeitstage ja sehr lang, bis zu 16 Stunden pro Tag. Und seitdem wurde die Arbeitszeit ja immer weiter reduziert. Und das Ganze ist zunächst vor allem auf gesetzlicher und kollektivvertraglicher Ebene passiert. Also in Österreich war es so, dass der 8-Stunden-Tag 1918 eingeführt wurde, die 40-Stunden-Woche 1975, und dann Mitte der 80er Jahre wurde der Urlaubsanspruch auf 5 Wochen erhöht. Das waren so diese großen Arbeitszeitverkürzungen auf gesetzlicher Ebene. Danach war es so, dass weitere Arbeitszeitverkürzungen eigentlich nur noch auf Kollektivvertragsebene passiert sind. Also einige Kollektivverträge in Österreich sehen ja eine Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden pro Woche vor. Oder in einzelnen Kollektivverträgen ist es dann noch weiter runtergegangen auf 36 oder 37 Stunden. Aber dann so in den 80er Jahren kam es zu einem weitestgehenden Stillstand in dieser Debatte um Arbeitszeitverkürzung. Was dann passiert ist, ist eben diese individuelle Arbeitszeitverkürzung, also dass Menschen eben verstärkt Teilzeit gearbeitet haben. Natürlich ist es auch in Verbindung damit zu sehen, dass verstärkt Frauen in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. Ja, und dann eigentlich erst mit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 kam dieses Thema Arbeitszeitverkürzung wieder auf die Agenda. Und zwar durch den massiven Einsatz von Kurzarbeit, eben als vorübergehende Arbeitszeitverkürzung mit dem Ziel, Arbeitslosigkeit zu verringern und oder zu verhindern. Und das ist ja auch ein Instrument, Kurzarbeit, das ja jetzt während der Corona-Pandemie wieder sehr stark eingesetzt wird, einfach um zu verhindern, dass die Arbeitslosenzahlen zu stark ansteigen. Ja, also seit etwa 10 Jahren gibt es in Österreich wieder verstärkt diese Debatte um kürzere Arbeitszeiten. Und ich habe mir eben in meiner Forschung einige Beispiele von Arbeitszeitverkürzungen in österreichischen Betrieben angesehen. Ja, ein sehr spannendes Modell ist das sogenannte Solidaritätsprämienmodell in Österreich. Das wurde bereits 1997 geschaffen, mit dem Ziel, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und zwar funktioniert das so, wenn sich in einem Betrieb eine oder mehrere Personen finden, die freiwillig ihre Arbeitszeit verkürzen auf bis zu 50% und gleichzeitig in diesem Betrieb jemand eingestellt wird, der vorher beim AMS arbeitslos gemeldet war, dann gibt es für die Menschen, die im Betrieb ihre Arbeitszeit reduziert haben, für 2 Jahre staatliche Subventionen, die eben 50% des Lohnverlusts abdecken. Also das ist wirklich ein Modell, das darauf abzielt, dass irgendwie die Arbeitszeit in einem Betrieb gerechter verteilt wird und zugleich Menschen, die davor arbeitslos waren, dass die einen Job bekommen.
Ja, eine Firma in Österreich, die dieses Solidaritätsprämienmodell eben sehr stark genutzt hat, ist die Vöst in Linz. Und zwar haben die ihr Schichtmodell umgestellt von 38,5 auf 34,4 Stunden. Das ist eine Arbeitszeitreduktion von 10%. Und die haben das eben dafür genutzt, dass die Beschäftigten eben keinen zu hohen Lohnverlust erleiden mussten, weil es eben diese staatlichen Subventionen von 50% gab. Und gleichzeitig konnten damit 250 neue Jobs geschaffen werden. Gut, wir kommen zum nächsten Modell. Das ist eben eine 30-Stunden-Woche, wie sie zum Beispiel beim Getränke Vertrieb Macava eingeführt wurde. Wurden 2004 gegründet und während dieser Start-up-Phase gab es eben eine sehr starke Entgrenzung von Arbeit und Freizeit. Das heißt, die Menschen dort haben sehr viel gearbeitet, sind irgendwie am Abend noch zusammengesessen, und haben weitergearbeitet und irgendwie wurde ihnen das alles zu viel und dann haben sie überlegt, wie sie dem entgegenwirken könnten, und haben sich dann eben darauf geeinigt, dass sie ihre Arbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche begrenzen wollen, also von 38,5 auf 30 Stunden. Und haben sich dann aber darauf geeinigt, dass das ohne Lohnausgleich passiert, weil sie sich das, glaube ich, auch einfach nicht leisten hätten können. Und meinten aber, also ich habe selbst Interviews mit denen geführt, dass sie eben mit diesem Geld einfach auskommen und ihnen das einfach lieber ist. Sie möchten nicht so viel arbeiten und es ist in Ordnung für sie, dass sie einfach ein bisschen weniger verdienen. Ist natürlich nicht für jeden das passende Modell. Und dann als letztes Modell möchte ich noch die Freizeitoption vorstellen. Die ist 2013 das erste Mal im Kollektivvertrag der Elektro- und Elektronikindustrie verankert worden. Und zwar funktioniert das so, dass die Beschäftigten sich entscheiden können zwischen der jährlichen Lohn- oder Gehaltserhöhung, damals 2013 waren das 3%, oder eben zusätzlicher Freizeit. Damals haben eben diese 3% einer zusätzlichen Freizeit von etwa 5 Stunden im Monat oder 60 Stunden im Jahr entsprochen. Und das ist eben so geregelt. Also zunächst ist das im Kollektivvertrag geregelt. Das braucht dann aber in jedem Betrieb eine Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung. Und nur wenn diese Vereinbarung auf Betriebsebene zustande kommt, dann können die Beschäftigten diese Freizeitoption individuell bei der Geschäftsführung beantragen. Wenn den Beschäftigten das gewährt wird, das ist nicht immer der Fall, also der Betrieb muss da zustimmen, dann bedeutet das für die Beschäftigten, dass solange sie in diesem Betrieb sind, jedes Jahr dieses Freizeitguthaben geschrieben bekommen, also auf einem eigenen Zeitkonto. Und dieses Freizeitguthaben können Sie dann sehr individuell beanspruchen. Also entweder Sie können das stundenweise nehmen oder einzelne Tage frei nehmen. Sie können das auch ansparen, um dann früher in Pension zu gehen zum Beispiel. Also das verfällt auch nicht. Also im Vergleich zu Urlaub oder Gleitzeitguthaben verfällt das nicht. Ja, diese Freizeitoption, die ist dann in den folgenden Jahren auch in anderen Branchen umgesetzt worden, also auch dann 2014 in der Fahrzeugindustrie, dann auch im
Kollektivvertrag, Bergbau und Stahl und auch in der Papierindustrie. Ja, so ein Modell einer Freizeitoption ist ja immer eben mit einem Einkommensverzicht auch verbunden und man sieht es auch, dieses Modell wurde bisher nur in Hochlohnbranchen umgesetzt, weil es auch nicht möglich ist, dass man eben unter den Mindestlohn fällt. Also in Branchen, in denen die Menschen tendenziell nur den Mindestlohn verdienen, da wäre so ein Modell der Freizeitoption eben gar nicht möglich. Ja, gut, ich möchte jetzt zum dritten und letzten Teil dieser Präsentation kommen, nämlich einer Diskussion und Einschätzung, inwiefern solche neuen Modelle der Arbeitszeitverkürzung dazu beitragen können, die Klimakrise zu bekämpfen und gleichzeitig auch Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit sicherstellen können. Zunächst hier eine Grafik des Global Carbon Project, aufbereitet vom Klima- und Energiefonds in Österreich, der eben zeigt, wie drastisch und wie schnell wir unsere Emissionen verringern müssen oder müssten, um eben das 2-Grad-Ziel oder sogar das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen zu können. Das heißt, dass der globale Temperaturanstieg auf 1,5 bzw. 2 Grad begrenzt wird im Vergleich zu 1990. Und hier zeigt sich eben, je später wir damit beginnen, desto drastischer müssen wir dann unsere Emissionen senken. Und sie müssen innerhalb der nächsten Jahre oder Jahrzehnte auf Null sinken. Also es braucht wirklich eine drastische Verringerung unserer Treibhausgasemissionen. Ja, es gibt eine Forschergruppe aus England und die haben berechnet, wie viel CO2 wir pro Person und Jahr noch ausstoßen dürfen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und die kommen auf einen Wert von 1,6 Tonnen CO2 pro Jahr. Zum Vergleich, Österreich liegt bei etwa 12 Tonnen pro Jahr. Das heißt, das ist wirklich eine drastische Reduktion der Treibhausgasemissionen, die eigentlich notwendig wären. Und diese Zahl von 1,6 Tonnen pro Jahr, die hat sich wiederum ein anderer Forscher zum Ausgangspunkt genommen. Der hat nämlich diese 1,6 Tonnen pro Jahr pro Person hergenommen. Das entspricht nämlich einer gewissen Wirtschaftsleistung, die eben unter der gegebenen Kohlenstoffintensität und der Arbeitsproduktivität nachhaltig wäre. Und diese nachhaltige Wirtschaftsleistung, die lässt sich wiederum in Bezug setzen zu der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden. Also ganz am Anfang hatten wir diesen Zusammenhang, je mehr gearbeitet wird, desto mehr wird produziert und desto höher ist die Wirtschaftsleistung. Genau um diesen Zusammenhang geht es. Und der hat das eben rückwärts gemacht, also von der nachhaltigen Wirtschaftsleistung, das runtergebrochen, was wäre denn die Anzahl, die nachhaltige Anzahl von Arbeitsstunden. Und da kommt dieser Philipp Frey eben auf sehr drastische Zahlen. Im OECD-Schnitt wären das nämlich 6 Arbeitsstunden pro Woche, also nicht pro Tag, 6 Stunden pro Woche, die eigentlich nachhaltig wären, wenn wir eben die Klimaerwärmung auf 2 Grad begrenzen wollen. Wenn wir von einem 1,5-Grad-Ziel ausgehen, dann wäre das natürlich noch weniger. Gleichzeitig aber, wenn wir die Ressourcen und die Energieeffizienz steigern könnten, dann könnten wir wiederum etwas mehr arbeiten. Also es ist natürlich ein grober
Annäherungswert. Und da scheinen jetzt auch leider keine Zahlen für Österreich auf, aber doch gibt es so ein Gefühl oder es ist so ein Annäherungswert, wie stark wir eigentlich unsere Arbeitszeit einschränken müssten und die Produktion, damit wir eben die Klimaziele erreichen könnten. Also wir haben jetzt ungefähr einen Eindruck, wie eine Arbeitszeitverkürzung umgesetzt werden müsste, damit sie unter ökologischen Gesichtspunkten zumindest sinnvoll wäre oder vorteilhaft wäre. Zum einen wäre es eine drastische Reduktion der Arbeitszeit. Also es geht wirklich um die Reduktion des gesamtwirtschaftlichen Arbeitszeitvolumens und am besten ohne Lohnausgleich, damit die Menschen dann eben ja eher einen Wohlstand in Form von Zeitwohlstand erhalten, anstatt stetig wachsende Einkommen, die sie in einem immer höheren Konsum und Ressourcenverbrauch eben verwenden. Gleichzeitig, wenn man sich jetzt soziale Gesichtspunkte ansieht, ist das natürlich teilweise problematisch. Einerseits ist die Arbeitszeit und auch das Einkommen sehr ungleich in der Gesellschaft verteilt. Das heißt, es gibt Menschen, die sehr viel arbeiten, auch sehr viel verdienen. Die könnten sich prinzipiell eine Arbeitszeitverkürzung mit Einkommensverlusten leisten, unter Anführungszeichen. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, vor allem Frauen, die Teilzeit arbeiten, sehr wenig verdienen. Da müsste es eigentlich andere Lösungen geben. Gleichzeitig, wenn man sich diese ungleiche Verteilung von Arbeitszeit ansieht, wäre es eigentlich notwendig oder könnte man argumentieren, es bräuchte eine Arbeitszeitverkürzung, um diese Arbeitszeit gerechter zwischen den Beschäftigten zu verteilen. Das würde aber wiederum eben dieses gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen nicht reduzieren oder nicht notwendigerweise. Genau, dann eben, ja, es gibt Menschen, die sehr wenig verdienen, die auch wenn sie Vollzeit arbeiten, einfach zu wenig jetzt schon verdienen, wo eine Arbeitszeitverkürzung mit einem Lohnverzicht einfach keine Option ist. Also es gibt teilweise so gewisse Zielkonflikte auch eben zwischen ökologischen und sozialen Aspekten, wenn man über eine Arbeitszeitverkürzung spricht oder wenn man darüber diskutiert, was eine Arbeitszeitverkürzung erreichen soll. Jetzt ist die Frage, wie kann man trotzdem kürzere Arbeitszeiten umsetzen, damit sowohl ökologische als auch soziale Ziele vereinbart werden kann. Dazu kann ich jetzt leider keine perfekte Lösung präsentieren, aber so ein paar Anhaltspunkte oder so ein paar Richtungen, in die man gehen könnte. Das eine ist dieses Modell der Freizeitoption, das eben schon sehr spannend ist. Also, obwohl man sagen könnte, dass es eigentlich aus ökologischer Perspektive irrelevant ist, weil da geht es um, also das Beispiel, das wir hatten, das waren 5 Stunden Reduktion pro Monat, das ist dann circa 1 Stunde pro Woche weniger Arbeit. Das ist ja weit davon entfernt, was ökologisch eigentlich notwendig wäre. Aber dennoch ist es ein sehr spannendes Modell, weil es eben darum geht, dass eben diese Produktivitätsgewinne, die jährlichen, in mehr Freizeit fließen, anstatt ständig höheres Einkommen. Das heißt, wenn man eben sowas wie eine Freizeitoption, wie auch immer das dann heißt, wenn man das wiederholt, jährlich, immer wieder anwendet,
dann würde es schrittweise zu einer Verkürzung der Arbeitszeit kommen und über mehrere Jahre hinweg doch zu einer deutlichen Reduktion. Und das ist auch generell ein wichtiger Aspekt, denke ich, dass man die Arbeitszeit nicht von heute auf morgen halbiert oder sogar auf diese hypothetischen 6 Stunden reduziert pro Woche, sondern dass man da irgendwie schrittweise vorgeht. Dann ist auch wichtig, dass man sowas wie einen gestaffelten Lohnausgleich verfolgt. Das bedeutet, dass man eben von Besserverdienenden schon erwarten darf, dass die ihre Arbeitszeit verkürzen und gleichzeitig auf Einkommen verzichten. Bei mittleren Einkommen könnte man sich eine Lösung überlegen, dass sie eben teilweise diesen Lohnentgang erstattet bekommen und für niedrige Einkommen auf jeden Fall einen vollen Lohnausgleich. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die derzeitige Forderung in den Kollektivvertragsverhandlungen in der Gesundheits- und Sozialbranche. Die fordern ja eine 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich, also als einzige Forderung in diesen Verhandlungen. Und das wäre dann ja auch wieder dieses Modell, dass eben diese Wohlstandszuwächse, diese Produktivitätsgewinne eben nicht in Form von mehr Geld ausgezahlt werden an die Beschäftigten, sondern in der Form von mehr freier Zeit. Und zuletzt ist es auch noch sehr wichtig, dass wir eben nicht nur darüber sprechen, wie einzelne Menschen oder einzelne Betriebe ihre Arbeitszeit verkürzen können, sondern dass es wirklich wieder zurückgeht auf Lösungen auf kollektiver Ebene, also entweder auf gesetzlicher Ebene oder kollektivvertraglicher Ebene, sodass Arbeitszeitverkürzung nicht etwas ist, was nur Menschen realisieren können, die sich es eben leisten können, finanziell. Sondern dass es wirklich so was gibt wie eine neue Vollzeitnorm. Also dass es eine schrittweise Reduktion dessen gibt, was als Vollzeit gilt. Das kann zunächst 35 Stunden sein, 30 Stunden als Vollzeit. Das ist nämlich auch einfach wieder zu einer Angleichung der sehr ungleich verteilten Arbeitszeiten kommt. Und zuletzt ist es, glaube ich, auch wichtig, dass es neben gesetzlichen und kollektivvertraglichen Lösungen auch sowas gibt wie einen kulturellen Wandel, was Arbeit und Arbeitszeit betrifft, weil ja gerade lange Arbeitszeiten sowas fast wie ein Statussymbol geworden ist, also im Stress sein und viel Arbeit zu haben, das ist ja sowas, mit dem man sich so ein bisschen brüstet fast, während faul sein oder nichts tun ja immer noch so ein bisschen ein Stigma hat, also dieses unproduktiv sein hat ja immer noch oft dieses Stigma von Faulheit. Und eigentlich ist es aber, um jetzt wieder auf die zur ökologischen Perspektive zurückzukommen, eigentlich ist es nichts tun oder nicht produktiv sein, ist ja eigentlich eine Tätigkeit, die aus ökologischer Perspektive am sinnvollsten ist oder am wenigsten schädlich ist. Ja, also da braucht es auch einfach, glaube ich, so einen kulturellen Wandel, dass viel Arbeiten, also viel Erwerbsarbeit zu leisten, nicht etwas ist, wo man gesellschaftliche Anerkennung bekommt. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie bis zum Ende durchgehalten haben
und trotzdem auch auf digitalem Wege dieser Montagsrunde beigewohnt haben.